Liebe Brüder und Schwestern, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. So haben wir eben in der Lesung gehört. Und der heilige Johannes wird nicht müde, es immer wieder neu zu sagen, immer wieder zu betonen, dass Gott die Liebe ist. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, bemühen wir uns, in der Liebe zu bleiben. Aber das können wir nur, wenn der Geist Gottes in uns bleibt, wenn wir den Heiligen Geist nicht beleidigen mit unseren Sünden, ja, wenn wir nicht verscheuchen, nicht verjagen, mit Lügen, mit dem Bruch der Gebote Gottes. Jesus betet heute so innig für seine Jünger in seinem Abschiedsgebet: Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, den ich ihnen gegeben habe. Ja, bewahre sie in deinem Namen, bewahre sie in deiner Liebe, damit sie eins sind. Ja, nur die Liebe macht eins, denn die Liebe ist Gott selbst, ist der Heilige Geist, der alles eins macht, der alle Trennung überwindet, der uns erleuchtet mit seinem Licht, damit wir die Wahrheit Gottes erkennen, damit wir Gott immer tiefer erfassen, in uns aufnehmen und bezeugen, damit wir Zeugen sind für Jesus, den Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist, für uns am Kreuz gestorben ist und glorreich auferstanden ist, der heimgekehrt ist zum Vater im Himmel. Ja, in der Kraft des Geistes Gottes können wir Zeugen sein für Jesus, für die Wahrheit des Glaubens, für das Evangelium. Wir können Werkzeug sein für die Einheit, für den Frieden in der Welt. Ja, lassen wir uns erfüllen von diesem Geist Gottes. Es ist nicht der Geist, der in der Welt herrscht und dem Jesus auch heute im Evangelium spricht. Wenn wir uns vom Geist erfüllen lassen, wenn wir wirklich als Christen leben, als Getaufte, dann sind wir nicht von der Welt. Ja, dann spüren wir manchmal auch diese Ablehnung, manchmal vielleicht sogar diesen Hass. Es ist letztlich der Hass gegen Gott, Hass auf Jesus Christus. Aber der Herr, er steht uns bei, er ist bei uns, er verlässt uns nicht, er hat in uns Wohnung genommen. Ja, er ist es, der uns heiligt, der uns reinwäscht von aller Schuld, von allen Sünden. Ja, vertrauen wir seiner rettenden Macht, Jesus, dem Sohn Gottes. So können wir den Hass besiegen, überwinden, allen Unfrieden in uns und dem Unfrieden, dem wir begegnen. Und wir haben jetzt den Monat Mai, der besonders der Gottesmutter Maria geweiht ist, der Marienmonat. Gerade Maria ist uns ein Vorbild in dieser Liebe zu Gott und den Mitmenschen, in diesem Zeugnis für das Evangelium, für Jesus, den Sohn Gottes, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Sie ist, wie sie genannt wird, die Königin der Liebe und des Friedens. Ja, sie ist Königin der Liebe, weil sie immer Ja gesagt hat zu Gott, zu seinem Willen, zu seinen Plänen, ja auch unter dem Kreuz, wo alles verloren zu sein schien, wo der Schmerz am größten war, die Qual schier unermesslich, wo sie in ein Meer der Schmerzen getaucht worden ist, und dennoch hat sie am Glauben festgehalten, hat sie ihr Ja gesagt, ihr Fiat, mir geschehe nach deinem Wort. Ja, sie hat diesen Glauben bewahrt, diese Liebe bewahrt. Sie hat nicht dem Hass
Raum gegeben in ihrem Herzen. Sie hat immer geliebt. Es ist ja in dieser Liebe Gottes, in seinem Wort geblieben. Jesus selber ist dieses Wort, dieses lebendige Wort, das in ihr Fleisch geworden ist durch den Heiligen Geist. Sie hat am Wort festgehalten, an den Geboten Gottes. Sie ist dem Wort treu geblieben, ihrem Ja-Wort und diesem Wort Gottes. Sie ist treu geblieben den Plänen Gottes, seinen Heilsplänen. Also konnte sie als Königin der Liebe auch Königin des Friedens sein. Sie war frei von jedem Makel der Erbschuld, frei von jeder Sünde. Auch unter dem Kreuz konnte die Sünde sie nicht erreichen, konnte das Böse, der Teufel, ja die Hölle sie nicht antasten. So hat sie diesen Frieden Gottes immer im Herzen getragen, bewahrt, uns geschenkt. Ja, sie bittet für uns, dass auch wir Zeugen des Friedens sein können. Ja, möge Maria, die Gottesmutter, uns Fürsprecherin sein, die auch Königin ist im Reich des göttlichen Willens, wie sie genannt wird, Königin dieses Fiat, dieses Ja Gottes zu uns, dieses Ja des Menschen zu Gott. Ja, möge Maria uns helfen, dass wir in dieser Liebe Gottes wachsen, dass wir Zeugen sein können für das Evangelium, dass wir den Weg der Heiligkeit, der Heiligung gehen, dass wir an der Wahrheit festhalten, dass wir nicht Lügen vertrauen, dass wir nicht auf falsche Lehren setzen, uns nicht in die Irre führen lassen vom Geist der Welt. So können wir auch wir Zeugen sein, Zeugen des Friedens, Zeugen des Erbarmens Gottes. So bleibt dieser Gott des Friedens in uns und er breitet sein Reich aus in uns und durch uns hinaus in die Welt. Ja, möge dieses Reich Gottes, dieses Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens sich ausbreiten über die ganze Erde. Amen.